Hallo und herzlich willkommen hier bei HowTo. In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie ihr solche luxuriöse Ostereier färben könnt. Ganz zu Beginn benötigen wir natürlich einen Topf mit heißem Wasser. In dies hinein geben wir dann am besten weiße Eier, da auf den weißen Eiern die Farbe besser haften bleibt als auf den braunen. Anschließend geben wir den Topf auf das Kochfeld und lassen die Eier dann ca. 10 Minuten kochen. Die hartgekochten Eier geben wir dann aus dem Wasser im Topf heraus in eine Schüssel. Dann kommen wir auch schon zu unserer Färbemethode. Wir benutzen hierfür eine spezielle Ostereierfarbe, die ihr aber in jedem Bastelladen erhalten solltet. Als nächstes brauchen wir drei leere Gläser, je ein Glas für eine Farbe. Diese füllen wir dann mit kochend heißem Wasser. Nun nehmen wir die Farbpatronen her und trennen sie voneinander. Die einzelnen Farbpatronen geben wir nun in die Gläser mit dem heißen Wasser hinein. Erst jetzt im heißen Wasser wird die vorher harte Farbe verflüssigt. Bevor wir mit der Farbe arbeiten, müssen wir auf jeden Fall Handschuhe anziehen. Vor dem Gebrauch noch einmal kurz schütteln und mit der Spitze ins heiße Wasser eintauchen und mit der Schere dann oben die Patrone öffnen. Nun geben wir auf unseren Handschuh in etwa 15 Tropfen der Farbe. In unsere Handfläche hineinlegen wir nun das gekochte Ei und verreiben nun die Farbe sorgfältig für etwa 30 Sekunden. Wenn das Ei dann etwas getrocknet ist und schon anfängt etwas klebrig zu werden, dann müssen wir die Goldfolie hernehmen und diese mit der matten Seite zum Ei gekehrt auf das Ei hinaufgeben. Denn erst die Goldfolie verleiht dem Ei den goldenen Schimmer und bringt somit den luxuriösen Faktor. Mit einem Löffel oder einfach nur mit euren Fingernägeln könnt ihr nun die Folie auf das Ei richtig fest aufdrücken. Wie ihr sehen könnt, bleiben am Ei dann solche goldene Reste haften. Damit kann die Ostereiersuche auch schon beginnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal für noch weitere coole Videos. Und wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt HowTo. Bis dann!